Die Frage ist ja, wie soll, bin ich zur CSB gekommen? Zur CSB bin ich gekommen, weil ich schon 18 Jahre Angestellter der Stadtgemeinde St. Vith war. Und in dieser Zeit habe ich die ersten politischen Beobachtungen gemacht und habe dabei festgestellt, dass die Liste Stadt und Land, die der CSB nahe war, also die Ideen vertrat, mit denen ich mich auch identifizieren konnte, wo ich eine Politik der Vernunft und Verstand zurückfand. Und das hat mich dann überzeugt, zur CSB rüberzugehen. Meine Hauptinteressen gelten natürlich Kultur, da ich als Präsident der Musikgesellschaft Krombach direkt betroffen bin. Also alles, was Ehrenamt betrifft, ich finde diese Aussagen provozieren mich oft, dass man sagt, das Ehrenamt muss gefördert werden, weil dann muss man diesen Leuten auch die Mittel zur Verfügung stellen, diese Arbeit korrekt auszuführen. Ein zweiter Punkt, der mich sehr interessiert, ist die Raumordnung, die in den nächsten Jahren hoffentlich zu unserer Gemeinschaft rüberkommt. Ich bin schon seit 10 Jahren aktiv im KBRA St. Vith und kenne die Problematik, welche besteht für bauwillige Unternehmen, die ihr Geschäft vergrößern, umbauen oder auch umziehen wollen in Industriezonen. Und ich finde, da ist ein großer Handlungsbedarf. Und deswegen habe ich mich entschlossen, für den PDG zu kandidieren und auf der Liste der CSP.